Womit haben wir das verdient? Für die Wienerin Wanda, überzeugte Atheistin und Feministin, wird ihr schlimmster Albtraum wahr, als ihre Teenager-Tochter Nina zum Islam konvertiert und von nun an Fatima heißen und Schleier tragen möchte. Wandas wunderbare Welt des Besserwissens steht Kopf. Plötzlich dreht sich alles um die Frage, wie bringt man das Mädchen zur Vernunft? Kinostart ist am 24. Januar. Was ist hier los, bitte? Ich bin zum Islam übergetreten. Alhamdulillah. Aha. Was heißt denn da aha? Die Nina ist zum Islam konvertiert, online. Es geht tatsächlich, ich hab's gegoogelt. Ich heiße jetzt Fatima. Sie hat öfter solche Spleens, es geht aber wieder vorbei. Bismillahirrahmanirrahim. Du bist so gestört. Und du bist eine Rassistin. Hauptsache, man glaubt an irgendwas. Die Nazis haben auch an irgendwas geglaubt. Niemand weiß, was seine 16-jährigen Kinder so treiben. Die hat schon angefangen, mit Bomben zu basteln. Und jetzt ist sie im Entschärfungsdienst im Bundesheer. Bundesheer? Die 16, da machen sie sowas. Das habe ich ja auch noch verstanden, Drogen und Schule schwänzen. Aber jetzt sich hier so einen religiösen Zwang unterwerfen? Der Islam ist gerade voll Hipster geworden. Na, was kommt als nächstes? Heiraten? Bringen Sie Ihre Tochter zur Vernunft. Sie sind die Moslems. Für Sie ist das Kopftuch normal. Es gibt für alles eine Lösung. Verbote sind es nicht. Irgendwas ist passiert zwischen oben ohne und dem da. Aber was? Alim Allahu Alim. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam heißt das. Immer leicht auf ein Faschingsgeschnass? Na, wir müssen zur Hochzeit unserer Tochter. Und wir haben es auch ziemlich eilig. My Big Crazy Italian Wedding. Antonio und Paolo möchten heiraten, was im heutigen Berlin kein Problem darstellen sollte. Entgegen aller Erwartungen entscheiden sie sich jedoch dazu, ihre Hochzeit im konservativen italienischen Heimatdorf abzuhalten. Während Antonios Mutter ihren Sohn einfach nur glücklich sehen will, stößt der vermeintlich liberale Vater an seine Grenzen. Kinostart am 24. Januar. Camilla, wir sind seit 3 Jahren nicht mehr zusammen. Ich bin verlobt. Ich bin schwul. Hm? Aber vielleicht ist das nur vorübergehend, so eine Phase. Das passiert vielen. Für Antonio und Paolo. Nach Italien. Ja, dann lerne ich endlich deine Mutter und deinen Vater kennen. Meine Eltern. Ist der Moment der Wahrheit gekommen. Da seid ihr ja. Paolo? Paolo. Paolo? Benedetta, freut mich sehr. Und das ist Donato, unser neuer Mitbewohner. Freut mich. Sie stecken fest. Das kann passieren, keine Sorge. Donato Lavopa. So haben wir uns auch kennengelernt bei einer Musical-Produktion. Was denn, eine Musical? Sie mögen keine... Nein, das ist die schwule Variante des Theaters, meiner Meinung nach. Jetzt! Aber entschuldige, du hast gesagt, deine Eltern wissen das. Die Welt stellt sich der Integration. Brauchen sie jede Menge Mut. Wir beide lieben uns. Wir haben beschlossen zu heiraten. Ja, sehr guter Scherz. Hast du dich dazu entschlossen, die beiden zu trauen, sonst kannst du dieses Haus gleich wieder verlassen. Hast du uns nicht immer gesagt, dass dies ein Platz für alle ist, dass hier jeder aufgenommen wird? Damit meinte ich Touristen oder Flüchtlinge. Lass den Hausschlüssel hier. Im Januar. Antonio, meine Mutter wird niemals zu unserer Hochzeit kommen. Laden wir euch alle ein. Ich werde sie. Was? Die Mama von Paolo. Zur Hochzeit des Jahres. Aber von Zeit zu Zeit kann das Unmögliche möglich werden. My Big Crazy Italian Wedding. Hör zu, es ist leicht, in Berlin schwul zu sein. Ab 24.01. im Kino. Ein Gauner und Gentleman. Dem in die Jahre gekommenen Bankräuber Forrest Tucker war es in der Vergangenheit über ein Dutzend Mal gelungen, aus dem Gefängnis auszubrechen. Nun lebt er in einer Seniorenanlage, hat aber immer noch nicht aufgehört, Raubüberfälle zu planen. Er stellt eine Gang zusammen, um eine Bank auszurauben. Freuen Sie sich jetzt schon auf den Kinostart im März. Hallo, entschuldigen Sie. Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Nein, ich komme schon klar. Lassen Sie mich mal sehen. Kennen Sie sich etwa mit Autos aus? Nein, eigentlich nicht. Was sagten Sie vorhin, womit Sie Ihr Geld verdienen?
Gut, lassen Sie uns diesen Laden nehmen. Sagen wir, das wäre eine Bank und dieser Tresen da, das wäre ein Bankschalter mit so einer Scheibe. Und dann gehst du da rein, ganz ruhig. Du gehst auf sie zu, du siehst ihr in die Augen und sagst, Man, das hier ist ein Überfall. Du zeigst ihr die Pistole und sagst, ich will nicht, dass sie verletzt werden, denn ich mag sie sogar sehr. Also brechen Sie mir nicht das Herz, okay? Ich glaube Ihnen kein Wort. Entschuldigung, Sir, ich würde gerne ein Konto eröffnen. Sehr schön. Und an welche Art von Konto dachten Sie dabei? An diese Art. An diese Art. Sie sagten, er war bewaffnet? Er hatte eine Knarre. Sie haben sie gesehen? Ja, und irgendwie war er auch ein Gentleman. Ja, er war sehr höflich. Er schien irgendwie recht nett zu sein. Sieh sich das einer an. Lächelt er etwa? In 5 Bundesstaaten. 93 Überfälle. In 2 Jahren. Versuch sie zu erwischen. Ja, wir würden gern selbst die Handschellen zuschnappen lassen. Ich hoffe, ich werde die Chance dazu bekommen. Another town. Er verbrachte sein ganzes Leben hinter Gittern, außer in den Zeiten, in denen er ausgebrochen war. Jemand hätte ihm raten sollen, rechtzeitig aufzuhören. Wenn man was gefunden hat, was man liebt. Jedes Mal, wenn sich eine Tür hinter mir schließt, denke ich, war dies meine letzte Chance, dies und das oder was auch immer zu machen? Wissen Sie, was ich mache, wenn die Tür zuschlägt? Ich springe aus dem Fenster. Living is a gamble, baby. Loving's much the same. Ich weiß noch, wie ich mal mit ihm zusammensaß und sagte, in ihrer Lage gäbe es doch einen leichteren Weg, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und er sagte, Kumpel, hierbei geht es doch nicht darum, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mir geht es einfach nur ums Leben. Are all the same.